Hallihallöchen, meine lieben Leute, und willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft. Also, wir haben einen ganzen Haufen an Quests bekommen, die uns hier zu den Yetis führen sollte. Wie in so vielen Gebieten von Azeroth gibt es auch in Winterquell einheimische Yetis. Wieder ganz besonders schöne, also Eis-Yetis sind das, glaube ich. Wie dem auch sei, wir gucken es uns jetzt einfach mal an. Jetzt ist natürlich hier, haben wir jetzt hier diese Möglichkeit, entweder hier rum oder darum. Ich gehe jetzt einfach mal von dieser Seite, nähere mich, also das ist ja diese komische Felserhebung, die hier so leicht zungenartig ins Innere von Winterquell ragt. Ich glaube nicht, dass wir da weiter hinten einfach drüber kommen. Und es sieht so aus, als ob die eine Geschichte hier links davon wäre, die andere rechts. Aber ich glaube, das ist hier falsch. Wir müssen auf die rechte Seite. Aber da sind auch Quests. Ah. Na, ich denke, da werden wir später sowieso noch hingeführt werden. Machen wir erstmal die Yeti-Quests. Ganz in Ruhe. Ja, hier sind sie auch schon. Ich hoffe, dass man die kürschnern kann. Ich glaube übrigens, bei dieser Quest sind wir endlich da, Yeti. Gibt es am Ende so ein Spielzeug, das kannst du benutzen. Und dann kämpft so ein Yeti für eine Zeit lang für dich mit. Glaube ich jedenfalls. Okay, das dicke Yeti-Fell droppt erbärmlichst und anscheinend kann man es auch nicht bekommen. Boah. Und anscheinend kann man es auch nicht bekommen, indem man kürschnert. Schon wieder nicht. Dritter Yeti. Drittes Mal Pech. Das ist zu weit entfernt. Halleluja. Der erste Balk. Was ist ein unverwüstliches Leder? Oh, 7 Gold. Okay. Das ist nicht schlecht. Ich habe ja vor einiger Zeit, fällt mir nämlich gerade ein, weil ich jetzt die Preise hier sehe für das unverwüstliche Leder, was mit 7 Gold gar nicht mehr so schlecht ist. Ich habe ja vor einiger Zeit sehr viel Blümchen gefarmt in Battle for Azeroth. Jetzt, ich wollte gerade sagen Sternenlichtrosen, das ist natürlich Blödsinn. Halt die Rosen, die Blümchen, die es momentan so gibt in Battle for Azeroth, da gibt es ja ein paar. Und ich habe immer da eine Route gehabt, habe abgefahren, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht, auch während der Zeit, in der ich mich auf die Prüfung vorbereitet habe. Und weil das Einzige war, was ein bisschen Entspannung gebracht hat, und das konnte man auch mal eben 10 Minuten machen. Und da habe ich ziemlich viel Gold gemacht, auch ziemlich viel Battle.net-Guthaben angehäuft, meinen WoW-Account eine ordentliche Zeit investiert, beziehungsweise nicht investiert, sondern finanziert. Und im Endeffekt waren die Kräuter einfach richtig viel wert. Ich habe teilweise Kräuter verkauft, da waren die 50 Gold das Stück wert. Ja? 50 Gold das Stück. Ja? Und jetzt mittlerweile sind die Preise so dermaßen eingebrochen, dass man sich das kaum vorstellen kann. Also so krass habe ich das noch nicht erlebt. Also man könnte fast meinen, wir sind am Ende des Addons angelangt, aber ist nicht so. Keine Ahnung, vielleicht haben die Leute gemerkt, dass es jetzt momentan einfach so easy peasy ist, hier Gold zu verdienen. Beziehungsweise war. Jetzt sind die Preise natürlich so erbärmlichst gesunken, weil halt einfach so viele ihre Kräuter angeboten haben. Und ja, es macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also ich habe das jetzt auch schon ganz lange nicht mehr gemacht. Momentan farme ich wirklich so gut wie gar kein Gold. Also wenn überhaupt mal ab und zu eine Raid-Instanz, weil man da ja auch noch ein paar Gold machen kann. Ich will jetzt nicht sagen, das geht. Das ist immer noch die schnellste Möglichkeit, an Gold zu kommen. Das Blümchen pflücken oder Bergbau. Das ist halt einfach immer noch, macht echt Laune. Aber es ist letztlich, stellt euch vor, ihr seid in einem Beruf, verdient da irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro netto, und plötzlich sagt man euch, ihr verdient jetzt nur noch 500 Euro netto. Dann macht euch das auch keinen Spaß mehr. Also, auch wenn ihr mit einem Äquivalent vielleicht nur 400 Euro verdienen würdet. Also es ist irgendwie so eine
Kopfsache. Keine Ahnung. Ich finde es richtig, richtig beschissen. Also weil mir das echt Spaß gemacht hat. Vor allen Dingen, weil ich auch immer irgendwie so gedacht habe, ja, jetzt wieder gleich 150, 60.000 Gold und erstmal wieder eine WoW-Marke kaufen und so weiter und so fort. Das hat mich beflügelt, diese Gedanken. Und da habe ich dann immer Freude gehabt und habe dann immer mehr gefarmt, habe dann ein schönes Hörbuch oder so dazu gehört. Und das war immer toll. Aber jetzt, wo das wirklich nur noch so ein Bruchteil dessen wert ist, was es mal wert war, ich meine, lasst es 16 Gold wert sein, Problemchen. Ja, dann habt ihr einen 200er Stack, sind das 3200 Gold. Ich habe mal über 8000 Gold für so einen Stack bekommen. Das heißt, wenn mir so ein, sagen wir es, lassen wir es mal 3000 Gold wert sein. Das heißt, für einen Stack bekomme ich 3000 Gold, 10 Stacks 30.000 Gold. Das heißt, ich müsste 50 Stacks einsammeln, um auch nur ansatzweise in den Bereich zu kommen, dass ich mir eine WoW-Marke dafür kaufen kann. Das ist mega viel. Dafür brauche ich locker, keine Ahnung wie lange, auf jeden Fall echt einige Zeit. Und ganz ehrlich, so viel Spaß macht es dann auch nicht. Also, das ist, der Spaß hat auch damit zu tun gehabt, dass man halt damit so viel Gold verdienen konnte, ja. Es war nicht so, oh ja, das macht so viel Spaß, die ganze Zeit die Blümchen einzusammeln. Nein, es war halt auch, der Spaß kam halt auch mit der Tatsache, dass man damit Gold verdient hat. Ganz einfach, ganz simpel. Ich habe zwar jetzt so um die 50 Euro, ich weiß gerade gar nicht genau wie viel. Kann man jetzt hier auch gerade nicht sehen. Ich könnte mir also jetzt momentan alles aus dem Shop kaufen, einmal zumindest. Aber ich habe jetzt ja auch, ich habe kurz überlegt, ob ich mir die Schreckensflut hier holen soll. Aber ich denke, ich warte, bis es irgendwie nochmal was Besonderes gibt und dann hole ich mir das, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr schade. Wie ich jetzt auch übrigens, wie ich auf diese Idee komme, wenn wir sagen, dass so ein Kraut 16 Gold bringt und dieses dicke Leder, beziehungsweise das unverwüstliche Leder zumindest 7 Gold 15 bringt, ja, da hat man mal so ein Äquivalent. Klar, muss ich hier einen Yeti töten, muss ihn kürschnen und da kriege ich ein Leder. Beim Blümchen bekomme ich teilweise 6, 7. Ja? Vielleicht gibt es ja nochmal diesen extra Proc, dass dann noch dieses Viech kommt, was man dann umklatschen kann, was dann nochmal extra Blümchen droppt. Ja, dann sind es noch mehr. Also, es ist viel effektiver. Müssen wir nicht drum rumreden, aber es geht mir einfach hier ums Prinzip. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist. Sehen wir eben mal kurz die Thorium-Adern. Auf jeden Fall ist das ist der Grund, warum ich momentan keine Blümchen pflücke. Ich drehe mal eben kurz was. Also, das muss nicht sein. Was ist das denn? Stony Cold Trixie. Gucken wir uns das doch mal an. Weiß gerade gar nicht, was das ist. Ich habe schon wieder so einen Frosch im Hals. Einfach nur nervig. Ich bin es halt einfach wieder einen guten Monat Pause und man ist irgendwie gefühlt, so was das Sprechen angeht, aus der Übung. Übrigens Sternrubin vorhin bekommen. Hab ich gerade gar nicht gesehen. So, reiche oder kleine Thoriumader? Es ist eine kleine Thoriumader. Na, guck mal, die Ringe waren wieder buggy. Ach, das ist ein Haustierkämpfer. Meine an. Die Rückkehr des Champions. Wenn ihr mich fragt, gehört ihr in die Scherbenwelt zusammen mit den anderen Hitzköpfen. Warum kehrt ihr nicht zu Vazog in Orgrimmar zurück und findet heraus, was eure Karriere als Zähmer als nächstes bereithält? Keine Ahnung. Soll ich das machen? Kann ja nicht schaden. Gut. Einmal noch mal kurz das Duell hier. Also los. Sind da Level 19. Ist jetzt nicht so das große Problem. Ab und zu stunt es auch mal.
Selten, aber es passiert manchmal. Oh, alle effektiv, sehr schön. Mache ich wahrscheinlich nur zwei Hits. Nein, warum? Warum hat der gerade nur die Hälfte des Damages gemacht? Keine Ahnung. Des Damages? Das ist ja Blödsinn. Das ist natürlich schneller. Keins dann. Ja, das war's. Ich glaube sogar nochmal Haustiermaterialien. Magisches Leckerli. Ja. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ja, das ist hier die Jukebox. Ist halt das Problem, dass ich dafür wahrscheinlich erst die Jukebox brauche, damit ich das auslösen kann. Dass man die nicht mit allen Charakteren sammeln kann. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sollte mich jetzt auch langsam mal in die Höhle da begeben. Übrigens auch schön, dass man den Waffenprock mit dem Axtwurf auslösen kann. Ach, und da ist übrigens diese Box, die wir da, die Echo 3, die wir testen sollen, überprüfen sollen. Schön. Echo 3. Ein Teil der Maschine bewegt sich noch, aber als ihr genauer hinseht, bemerkt ihr, dass sie stark beschädigt ist. Das Metall ist verbogen und aufgerissen. Riesige Fußabdrücke sind rundherum im Schnee zu sehen. Und es klingt, als nähere sich etwas aus an etwas in diesem Moment. Meint er den da? Nein. Ein Eisdistel-Welp-Lagerer. Was jetzt passiert? Ach, wir waren da oben am Eis festgesetzt worden. Ah, guck mal da, Eisklatscher. Hey, my friend. Welcome to the jungle. Leider keinerlei Procs. So, und das ist das solide Eis. Ich hätte ja schwören können, dass da vielleicht irgendwer drin gefangen ist, aber... Nee. Müssen wir ein bisschen beeilen, sonst ist er nämlich gleich wieder da. Der Schlingel. Schön. Dickes Jedi-Fell. Dies ist... Oh. Das ist auch so ein Instant, ne? Richtig räudige Ability. Gosh. Ja, kommt. Nehme ich euch. Oh. Ihr mistigen, kleinen, räudigen Kakerlaken. Also. Da ist der nächste Eisdistel hier. Komm,
man muss sich hier wirklich ganz schön den Weg freiboxen. Ich, klar, natürlich könnte man jetzt auch rauslaufen. Allerdings, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt daran denke, dass sie natürlich auch diese komischen Slows und diese Freezes da haben. Ja, das meine ich nämlich. Da ist das Rausrennen, das Flüchten, glaube ich, nicht die coolste Methode. Obwohl, so wie sich diese Yetis verhalten, scheinen sie wirklich nicht die hellsten. Leuchten auf der Torte zu sein, die hellsten Kerzen. Ich bin außer Reichweite. Ist das jetzt, bin ich jetzt hier richtig? Ich habe natürlich auch keine Ahnung, ob das hier jetzt der richtige Weg ist. Wo ist denn der Ausgang der Höhle? Na gut. Liebe Leute, was soll's. Ich mache an dieser Stelle Pause. Ich werde jetzt gleich den nächsten Part aufnehmen, deswegen kann ich das jetzt hier auch machen. Wir hören uns morgen wieder, dann gibt's den nächsten Part und ja, bis dahin, macht's immer gut. Ciao.